gläserne Schlüssel auf stahlblauem gläsernen Hintergrund. Dieses Mal habe ich kein Bild ausgesucht, keine Malerei, sondern Objektkunst. Kunst musst du nicht verstehen. Du musst auch nicht studiert haben, um Kunst richtig genießen zu können. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Coach und Kunstfreundin. Bei Kunst gibt es kein richtig und kein falsch. Du kannst selber entscheiden, was sie dir bedeutet. Lass dich einfach mitnehmen auf die Reise. Ich begrüße dich zur mittlerweile 10. Folge von Kunst musst du nicht verstehen. In dieser Folge möchte ich gerne mal die schon zur Gewohnheit gewordene Auswahl von 2D-Bildern von Malerei aufbrechen und über ein Objekt sprechen. Ich weiß gar nicht, ob man das so offiziell bezeichnet, aber das ist mir auch gerade egal. Ein Objekt, was ich 2019 in Leipzig in einer Ausstellung gesehen habe, im Museum der Bildenden Künste. Und zwar war das eine sehr große Ausstellung von Yoko Ono. Yoko Ono ist dir sicherlich bekannt als Frau von John Lennon, aber das wäre jetzt vielleicht nicht ganz gerecht zu sagen, dass sie nur durch ihn so populär geworden ist. Nein, also sie war auch schon Anfang der 60er Jahre, ja, oder da begann ihr Weg als Künstlerin und sie hat sich da einen Namen gemacht. Yoko Ono ist unheimlich breit gefächert, künstlerisch aktiv als Sängerin. Also sie hat ja auch mit John Lennon zusammen Musik gemacht und Alben herausgebracht. Aber darum geht es hier gar nicht. Ja, hier dreht es sich um ihre Arbeit in der wirklich bildenden Kunst. Sie gilt ja als eine der bedeutendsten Vertreterinnen der Fluxusbewegung. Ja, was ist Fluxus? Eigentlich wollte ich hier nicht viel sagen über kunstgeschichtliche Einordnungen, aber da das wirklich immer so im Zusammenhang mit Yoko Ono zur Sprache kommt oder auch ja in Texten zu lesen ist, möchte ich es ganz kurz anreißen. Also die Fluxus hat was mit Fluss und Fließen zu tun. Und hier geht es um den fließenden Übergang zwischen Kunst und Leben. Also da gibt es keine Grenze. Die Kunst ist nicht irgendetwas über allem Stehendes, sondern ist direkt damit verbunden und wirkt auf unser Leben ein und das Leben wirkt auf die Kunst ein. Entscheidend bei der Fluxusbewegung ist auch der Prozess, also der künstlerische Prozess. Und es kommt da weniger auf das Ergebnis an, sondern wirklich mehr auf den Vorgang und die künstlerische Idee, die dahinter steckt. Genau, und diese Kunstrichtung, die gibt es ungefähr ja seit Beginn der 1960er Jahre. Ein anderer bedeutender deutscher Vertreter ist oder war Josef Beuys. Natürlich neben vielen anderen noch, aber vielleicht ist er so mit am bekanntesten. Aber es geht in dieser Folge um ein Werk von Yoko Ono, die im Übrigen 1933 in Tokio geboren wurde und dann ja immer mal wieder, auch kriegsbedingt, mit ihren Eltern in Amerika lebte. Dann ging es wieder zurück nach Japan, öfter mal hin und her. Aber seit 1964 ist ihr Schwerpunkt wirklich in den USA, in New York. Da ist sie eben in die Kunstszene in jeglicher Form, ob nun als bildende Künstlerin, Sängerin, ich weiß nicht, sie ist in jeder Form einfach kreativ und engagiert gewesen und ist sie auch immer noch sehr experimentell auch, sehr gewagte Sachen aus meiner Sicht. Aber nur so kann es ja eine Weiterentwicklung geben. Also das Kunstwerk, um das es hier geht, das ist eher klein.
In dieser Ausstellung, in der ich 2019 in Leipzig war, da gab es wirklich raumfüllende Werke von Yoko Ono. Ja, sie hat auch Performances gemacht, schon in den 60er Jahren. Die wurden da auf Monitoren gezeigt. Aber auch das, ja, irgendwie ist das gerade für mich nicht dran, was mir neulich so einfach wieder in die Erinnerung kam. Das war dieses kleine, eher kleine Kunstwerk, was in Leipzig, ich meine, in waagerechter Form gezeigt wurde. Also wirklich gläserne Schlüssel auf einem blauen Untergrund. Und das Ganze war sozusagen ja so eingehaust mit einem Glaskubus. Also es war so ein Schaukasten, wie man ihn eben sonst auch zum Beispiel aus naturkundlichen Museen kennt. Ja, da lag also dieses kleine Rechteck. Ich habe die Abmessung jetzt nicht, aber das ist wie so ein kleines Schlüsselbord gewesen aus Glas oder Plexiglas. Ich nehme an, das ist wirklich Glas. Und da sind richtig so kleine Knäufe drauf, 4 Stück. Und an diesen Knäufen hängen oder liegen in dem Fall 4 gläserne Schlüssel. Bei diesem Kunstwerk in Leipzig waren es nur 3. Also im Netz findet man dieses Werk, datiert auf 2016, auch auf einer Kunsthandelsplattform mit 4 Schlüsseln. Also ein Schlüssel ist zu einem bestimmten Zweck abgenommen worden. Und in Leipzig gab es eben nur die 3 Schlüssel zu sehen. Und das Werk heißt übrigens Keys to Open the Sky. Fand ich damals sehr poetisch und auch immer noch diesen Titel allein. Mir ist dieses Werk aufgefallen, weil es mich einfach, ja, es hat mich einfach total irritiert. Ich dachte, mit gläsernen Schlüsseln etwas aufzuschließen, das macht erstmal ja gar keinen Sinn. Also die Schlüssel, die haben so die ganz normale Größe, wie man sie so kennt von älteren Schränken. Ein klassischer Schlüssel, was so als erstes in den Sinn kommt, wenn man an einen Schlüssel denkt. Ja, diese Schlüssel aus diesem Milchglas mit dieser samtigen Oberfläche, rein optisch auch wieder was sehr Ästhetisches. Aber ja, ich möchte das Werk noch etwas genauer beschreiben. Also die Schlüssel liegen oder hängen eben auf diesem stahlblauen Untergrund. Also wenn man denkt, okay, das soll jetzt vielleicht den Himmel symbolisieren, dann würde ich sagen, das ist jetzt nicht so das typische Himmelblau. Das hätte für mich noch etwas mehr Gelb drin. Also das hätte noch etwas mehr Wärme. Dies wirkt sehr, sehr, sehr kühl. Also wirklich ein kühles, kräftiges Stahlblau. Und diese Schlüssel durch das Milchglas heben sie sich eben etwas weißlich ab von diesem Schlüsselbord. Und die Schlüssel, die sind alle so angeordnet, dass die Schlüsselbärte nach rechts zeigen, wie so kleine Flaggen. Die Schlüssel sind auch leicht unterschiedlich. Also die haben im oberen Bereich eine etwas unterschiedliche Riffelung und die Bärte sind auch ein klein wenig unterschiedlich. Wobei die beiden rechten Schlüssel, ja, die sehen tatsächlich identisch aus und der linke ist etwas anders. Auch von der Länge her, würde ich sagen, also minimal unterschiedlich. Das ist mir komischerweise im Gedächtnis geblieben, dieses Kunstwerk, obwohl es eben sehr viele größere Dinge in dieser Ausstellung gab. Aber dadurch, dass es mich eben so irritiert hat, ist es vielleicht nachhaltig bei mir im Kopf und auch vom Gefühl her da. Die Frage ist natürlich, ja, warum muss man den Himmel aufschließen? Und wo ist dieser eine Schlüssel? Der fehlt ja anscheinend. Ist der Himmel jetzt schon aufgeschlossen? Also der Himmel ist für mich ein Inbegriff der Weite und der Offenheit, obwohl natürlich mit dem modernen Flugverkehr sich das Ganze auch schon wieder erledigt hat. Also es gibt ja definierte Flugräume und Verkehrsbereiche, diese Ländergrenzen, die man vor Augen hat, wenn man einen Atlas aufschlägt,
die habe ich, wenn ich an den Himmel denke, nicht so vor Augen, obwohl die natürlich auch da sind. Wer schließt den Himmel auf? Wer hat die Macht darüber, diesen Schlüssel zu betätigen? Wenn etwas mechanisch gar nicht zu öffnen sein muss, wofür braucht man denn diese Schlüssel? Wenn man sie verwenden würde, um einen Schrank aufzuschließen, dann würden sie wahrscheinlich abbrechen. Also deshalb hat mich das so irritiert, dass sie aus etwas so Fragilem sind wie Glas. Und Glas ist ja auch physikalisch, chemisch etwas Amorphes und eigentlich so eine erstarrte Schmelze oder eigentlich was sehr, 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 sehr langsam Fließendes tatsächlich, was man ja auch bei Fensterscheiben sehen kann, bei ganz alten Fensterscheiben, die wohl unten etwas dicker sind als oben, weil das Glas tatsächlich fließt. Deshalb erscheint es mir hier jetzt noch verblüffender oder irritierender, dass diese Schlüssel aus Glas sind, wenn man daran denkt, dass Glas verformbar ist. Also nicht nur zerbrechlich, sondern auch verformbar. Wenn es sich verformt, dann passt es ja auch irgendwann gar nicht mehr in die entsprechenden Schlösser. Egal, ob diese Schlösser in ihrer Form konstant bleiben oder sich auch verformen. Das sind nicht kontrollierbare oder jedenfalls nicht kontrollierte Vorgänge und es ist alles irgendwie absurd. Aber es regt mich dazu an, über den Luftraum und die Aufteilung dessen, was ich so als offen und unendlich abgespeichert habe, darüber nachzudenken und diesen Irrsinn eigentlich, den wir Menschen uns da selber auferlegen und etwas, was wirklich so in Bewegung ist, also das Wetter, die Wolken ziehen über Ländergrenzen weg, über Kontinente und wir wollen es irgendwie eingrenzen, abgrenzen und sagen so, das ist jetzt meins und das ist deins und dann brauchen wir auch noch Schlüssel, um das wieder aufzuschließen, um jemanden da reinzulassen und rauszulassen. Also passt natürlich zu dem, wofür Yoko Ono sonst noch bekannt geworden ist. Also sie ist ja auch eine große Friedensaktivistin. Ihre Ausstellung in Leipzig damals, die hieß ja auch Peace is Power. Ja, man kennt von ihr und von John Lennon ja auch diesen Spruch War is over if you want it. Ja, es liegt an uns Menschen. Es liegt alles an uns. Wir bauen uns die Grenzen selber und sowohl jeder einzelne Mensch natürlich, auch insgesamt als Volk, als Nation. Ich will hier jetzt nicht tiefer abtauchen in das Ganze, aber mal wieder für mich einfach so ein wahnsinnig schönes Beispiel auch, wozu Kunst in der Lage ist. Und das ist so eine kleine, ein wirklich kleines Kunstwerk, was so unaufdringlich auch ist. Und es gibt natürlich viel politische Kunst, die sehr provokant auch ist. Aber ich persönlich mag an dieser kleinen Geschichte dieses Fragile, dieses Zarte, dieses Zurückhaltende und die trotzdem damit verbundene totale Kraft. Ich habe ja schon öfter darüber gesprochen in meinen Podcast-Folgen. Das hängt natürlich von jedem Menschen selber ab, von der eigenen Biografie, was so im Raster des Gedächtnisses und der Erinnerung hängen bleibt. Aber bei mir hat sich eben dieses sehr verfangen, weil ich gerne auch mal dahin gucke, ja, wo es nicht so laut ist. Ich gucke mir auch gerne mal Dinge an, die nicht so populär sind. Ja, das freut mich immer, diesen Reichtum, den wir ja haben, an solchen Dingen zu sehen. Zu diesem Werk von Yoko Ono mag es vorgefertigte Interpretationen geben oder vielleicht auch Vorgaben, wie man
dieses Werk zu verstehen hat. Bei mir ist es so, ich informiere mich da meistens im Vorfeld nicht so umfassend. Ich möchte gerne ganz unbefangen an Kunst rangehen und einfach erstmal gucken, wie ein Werk auf mich wirkt, was das in mir auslöst. Und genauso möchte ich hier auch nochmal dran erinnern, dass das, was ich hier sage, natürlich keine Vorgabe ist, sondern einfach nur frei assoziiert und jede Person, die sich mit diesem Kunstwerk von Yoko Ono auseinandersetzt, hat da vielleicht eine eigene Sichtweise. Es geht einfach um die persönliche Auseinandersetzung damit, um das persönliche Erleben und um das Potenzial, was eben darin steckt. Einerseits in dem Erleben einfach des Schönen, der schönen Oberfläche, aber auch der tieferen Ebenen. Also wie gesagt, Kunst musst du nicht verstehen. Man kann über Yoko Ono so viel erzählen, aber dies ist einfach nur eine kleine Stichprobe und ein Hinweis auf ja, die vielleicht etwas unbekannteren Objektkunstwerke von ihr oder die etwas unbekannteren Seiten von ihr auch. Aber nochmal ganz speziell zu diesen Schlüsseln, zu den Himmelsschlüsseln übersetzt. Das passt ja auch gerade in die Jahreszeit. Jetzt zum Frühjahr blühen ja jetzt auch wieder die Himmelsschlüssel, die Primeln. Und der Name kommt wohl auch tatsächlich daher, dass diese Blüten aussehen wie Schlüssel. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich wäre jetzt so nicht drauf gekommen. Aber gut, irgendjemand ist mal drauf gekommen und sieht die Blütendolden als Schlüsselbund. Ja, im Frühjahr wird der Himmel aufgeschlossen. Also es scheint die Sonne wieder mehr und es wird wärmer. Und ich gehe aber davon aus, dass Yoko Ono da... Ich gehe einfach mal davon aus, wenn ich so ihren Hintergrund kenne, dass sie weniger daran gedacht hat, sondern eher, weil ich sie ja so auch als Friedensaktivistin wahrnehme, denke ich, hat es irgendwas damit zu tun. Also mit der Einteilung unserer Welt. Irgendjemand war da und hat sich einen bestimmten Teil des Landes und des Himmels genommen und hat gesagt, ja, das war meins und jetzt ist das abgeschlossen und wenn du darin etwas machen willst, dann muss ich dich da reinlassen oder du musst dir irgendwie diesen Schlüssel dafür holen oder dir den verschaffen. Worüber ich gerade noch ein bisschen nachdenke, ist die Anzahl der Schlüssel. Also warum sind es ursprünglich gerade 4 Stück gewesen? Vielleicht ist das sogar ein separates Kunstwerk. Das gibt es übrigens auch in verschiedenen Ausführungen. Das gibt es auch ganz in Glas. Also mit einem nicht eingefärbten Hintergrund und eben mit diesem blauen Hintergrund und da dann eben in 3 und mit 4 Schlüsseln. Aber was die Anzahl zu bedeuten hat, also 4, da denke ich immer an die Himmelsrichtung. Die Himmelsrichtung, auch die haben wir ja selber definiert als Menschen, aber da keine Territorien irgendwie draus abgesteckt oder definiert, dass jetzt alle Menschen, die im Osten leben, die Ostler sind und alle, die im Westen sind, die Nation der Westler und diejenigen, die im Süden leben, sind die Südler und dann die Nordler. Ich meine, das klar gibt es auch diese Einteilung und entsprechende Vorurteile, aber das ist nicht direkt an Nationalitäten gekoppelt. Ist ja auch schwierig, weil Ost und West, das geht ja auch alles ineinander über. Das ist eine Sichtweise irgendwie. Genauso wie Tag und Nacht. Das ist ja einfach eine Konvention. Je nachdem, wo man sich gerade befindet auf unserer Erdkugel, hat man Tag oder Nacht, Sommer oder Winter, Frühjahr oder Herbst. Diese ganzen Grenzen sind unsere eigenen, unsere selbstgemachten Hirngespinste. Daran erinnern mich diese Schlüssel und eigentlich auch die Überflüssigkeit dieser Schlüssel. Es gibt nichts abzuschließen und es gibt auch nichts aufzuschließen. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www.astridblome.de, auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal Alles in Farbe. Dort
erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende. Und ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.